Spaß. Ja, hallo. Hallo. Ich bin der Putti, genau. Von Recht auf Start. In Regensburg werden pro Jahr im Schnitt über 100 Wohnungen zwangsgeräumt. Vor fast genau einem Jahr, am 25. Januar 2021, wurde auch ich zwangsgeräumt. Wenn ihr die Plakate von unserem Lehrstand, Lebensstadt-Lehrgang, seht, das Bild von oben, das war meine ehemalige Wohnung. Genau. Ich möchte jetzt die Geschichte meiner Zwangsräumung, die mich ganz nahe an die Obdachlosigkeit heranführt, in ganz groben Zügen erzählen. Meine Geschichte ist in keinster Weise irgendwie außergewöhnlich. Sie ist eine allzu tägliche Geschichte, die, wie gesagt, fast jeden dritten Tag in Regensburg so oder so ähnlich abläuft. Kurz die Vorgeschichte meiner Zwangsräumung. 1986 zog ich im Kasernenviertel in eine Sozialwohnung für rund 125 D-Mark für 46 Quadratmeter. Das war damals für eine Sozialwohnung eigentlich der Standard. War nicht viel drin, aber war eigentlich super. 125 D-Mark, 70 Euro vielleicht für 46 Quadratmeter. Wie so viele Sozialwohnungen in Regensburg wurde auch meine nach einiger Zeit privatisiert. Zuerst wurde meine Wohnung an die Heuschrecke Annington, die heißt heute Vonovia, haben sie umbenannt, weil sie so einen schlechten Ruf gehabt haben. Vonovia, genau, veräußert, welche wiederum zur Gewinngenerierung, also Vonovia hat wiederum zur Gewinngenerierung an Kleinanlegende mit natürlich schönem Gewinn weiterverkauft. Nach der Privatisierung hat sich meine Miete verdreifacht, also im Laufe der Jahre. Trotzdem, als Bestandsmieter hatte ich immer noch eine vergleichsweise günstige Miete, denn die armen, armen Vermieter dürfen nur alle 3 Jahre die Miete bei Bestandsmietern um 20%, später um 15%, weil Regensburg als Wohnraummangelgebiet dient, die Kappungsgrenze erhöhen. Dürfen nur 20% oder 15% erhöhen, die Miete. Das war der. Genau. Was für ein Scheiß, Alter! Das war den Kleinanlegerpärchen, meinen nunmehrigen Eigentümern, offensichtlich zu wenig. Insgesamt 5-mal wurde ich von ihnen verklagt und vor Gericht gezerrt, bis sie mich endlich draußen hatten. Der Grund für die Klagen: Ich kenne mich mittlerweile gezwungenermaßen gut mit dem Mietrecht aus, und das ist ein Fehler, denn wenn du nicht widerspruchslos alles schluckst, hast du keine Chance, deine Wohnung zu behalten. Denn das ist das Entscheidende, meine Erfahrung, RichterInnen sind in aller Regel keine Mietenden. Sie stehen auf der Seite der EigentümerInnen, weil sie in aller Regel selbst Eigentum haben. Nebenbei auch. Klassenjustiz! Eben, ja. Genau. Immer das Gleiche, Klassenjustiz. Nebenbei auch RechtsanwältInnen haben oft wenig Empathie mit armen MieterInnen, da sie an denen maximal die Prozesskostenhilfe verdienen, und für einen Rechtsanwalt ist das eigentlich kein wirklicher Verdienst. Ich wurde beispielsweise von Richter Doktor ist es, Lohmann, verurteilt, Miete für eine Heizung zu bezahlen, die gar nicht da war. Plus 9% für nichts gibt's. Ich wurde von Richter Schulz verurteilt, eine ohne Begründung um 80% erhöhte Wasserrechnung zu zahlen. Und ich wurde schließlich von Richterin Eigner-Sahin zwangsgeräumt, obwohl die EigentümerInnen Prozessbetrug begingen, indem sie eine manipulierte Rechnung einreichten, um angebliche Modernisierungskosten nachträglich von mir verlangen zu können. Meine Berufung wurde abgelehnt, auch meine Anzeige wegen Prozessbetrug wurde eingestellt. Obwohl die gefälschte Rechnung sogar gerichtsfest nachgewiesen wurde, was allerdings nichts an der Solidarität von Richterin Eigner-Sahin mit den EigentümerInnen änderte, behauptete Staatsanwalt Voigt, also ich nenne die Namen, weil die müssen auch an die Öffentlichkeit, die manipulierte Rechnung liegt vor, auch die Originalrechnung liegt vor, der
Die Urkundenfälschung ist eindeutig belegt. Trotzdem sagt der Staatsanwalt Voigt, es lägen keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor. Das ist Regensburger Gerichtsgesetzgebung oder Rechtsprechung. Für arme Menschen, ist meine Erfahrung, gibt es keinen Rechtsstaat. Wenn du von einer Zwangsräumung bedroht bist, kommt dann... Gesetzlichkeiten nur für Arme! Genau, Gesetze dann wieder für Arme, Rechte nur für Reiche. Wenn du von einer Zwangsräumung bedroht bist, kommt eine Vertretung der Stadt zu dir und fragt dich, wie sie dir helfen könnte. Das war mir sehr überrascht und habe mich erst einmal auch gefreut. Und ich habe dann gesagt, ja, ich brauche einen guten, engagierten Rechtsbeistand. Weil wenn ich zu meinem Recht komme, dann gibt es einfach keine Zwangsräumung. Wenn ich zu meinem Recht komme, dann gibt es keine Zwangsräumung. Aber davon wollte die Vertretung der Stadt natürlich, so Sozialarbeiterin, nichts hören. Ich könnte stattdessen eine Liste von Adressen verschiedener Wohnungsunternehmen von ihr bekommen. Da habe ich dann gesagt, naja, danke, Google kann ich selber. Beim Sozialamt habe ich mich erkundigt, was passiert eigentlich, wenn ich zwangsgeräumt wäre, bekomme ich dann eine Notwohnung oder wenigstens ein Notzimmer? Natürlich nicht. Gell? Einzelpersonen haben heute schon öfter gehört, Einzelpersonen haben in Regensburg keinen Anspruch auf eigene Bleibe. Zwangsgeräumte ab in die Sammelunterkunft. Taunusstraße oder eben UFO, jetzt heißt es Noah. Für arme Menschen gibt es keinen Sozialstaat. Ich habe natürlich alles versucht, die drohende Zwangsräumung abzuwenden. Per Atteste, per Räumungsschutzantrag wegen Härtefall, per Schreiben an den bayerischen Gesundheitsminister Holecek und Ministerpräsident Söder, per Petition an alle Ministerpräsidenten aller Bundesländer in Deutschland, ja, mit so einer Petition mit der Begründung, keine Zwangsräumung während Corona. Vielleicht erinnert ihr euch noch, genau vor einem Jahr, also jetzt ab Mitte Januar, hat es den sogenannten verschärften Lockdown gegeben. Vorher war schon der Lockdown, hat es noch den verschärften Lockdown gegeben in Deutschland. Ausgangssperre, du durftest dich nur mit zwei Personen, die nicht aus deinem Haushalt waren, treffen und es gab auch noch keinen Impfstoff. Ich schrieb den Verantwortlichen, also nicht wörtlich, aber inhaltlich, seid ihr eigentlich wahnsinnig? Wie könnt ihr in diesen Zeiten eine Zwangsräumung anberaumen? Ich bin nicht mehr der Jüngste. Durch eine Allergie habe ich ein bisschen Asthma, bin praktisch eine Risikogruppe. Aber selbst ein Attest von meiner Hausärztin, die es mir bescheinigt hat, dass ich durch die Räumung massiv selbstmordgefährdet bin, hatte nichts geändert. Die Begründung der Verantwortlichen, jetzt vom Vollstreckungsamt und vom Holecek und so weiter, für die Sicherheit und Gesundheit der an der Zwangsräumung beteiligten Beamten, Gerichtsvollzieher, Polizei, sei gesorgt. Was mit mir ist, ist wurscht. Was für ein Zynismus. Für arme Menschen gibt es keine Gnade. Am 19.01. dann, dem festgesetzten Tag meiner 21. meiner Zwangsräumung, meldeten solidarische Menschen, so wie ihr, eine Kundgebung vor meinem Haus an. Presse und Öffentlichkeit waren eingeladen und siehe da, plötzlich spielte meine Suizidgefährdung doch noch eine Rolle. Das Vollstreckungsgericht, so heißt es wirklich, Vollstreckungsgericht, setzte vormittags um 11 Uhr meine für Nachmittag um 14 Uhr festgelegte Zwangsräumung aus. Hurra! Aber schon am nächsten Tag kam das Schreiben vom Vollstreckungsamt, Vollstreckungsgericht, ich muss umgehend beim Bezirksklinikum ein psychiatrisches Gutachten einholen. Falls sich meine Suizidgefährdung bestätige, werde die Einweisung empfohlen. Das ist nicht wert, Alter. Zwangsräumung oder Einweisung in die Psychiatrie, ich zog dann natürlich letztendlich die Zwangsräumung vor. Und am 25.01.2021 gab ich dann über meinen Rechtsanwalt die Schlüssel für die Wohnung ab, in der ich 35 Jahre wohnte. Also wenn, weiß nicht, ob ihr schon mal Zwangsräumung erlebt habt, wenn man so lange an einem Ort wohnt, das ist wirklich eins von den existenzbedrohendsten Gefühle, wo man in dieser Situation hat. Und die Suizidgefährdung, die war nicht irgendwie erfunden oder so. Ich habe das immer gedacht,
Da wohne ich im dritten Stock, springe raus, habe ich es hinter mir. Ja, weil du hast. Wie gesagt, meine, aber nochmal zur Betonung, meine Geschichte, das ist nur eine x-beliebige Geschichte, wie sie so oder so ähnlich über 100 Mal jetzt allein in Regensburg pro Jahr passiert. Über 100 Mal verlieren Menschen ihre Heimat, werden Eigentümer ihnen nach Belieben ihre Häuser leer stehen lassen können. Hier übrigens Kempfstraße 4, unser Leerstandsobjekt, wo wir diesmal ein bisschen skandalisieren möchten. Zwar könnte die Stadtverwaltung mit der sogenannten Zweckentfremdungssatzung gegen Leerstand vorgehen und ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro verhängen, wenn ein Leerstand gilt schon ab 3 Monaten als Leerstand. Also schon ab 3 Monaten, wenn das Haus nicht für Wohnen genutzt wird, könnte Bußgeld verhängt werden. Macht natürlich Regensburg nicht. Für EigentümerInnen drückt die Stadtverwaltung freundlicherweise alle Augen zu. Für arme Menschen gibt es aber keine Freundlichkeit. Dankeschön.